Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Veranstaltung von Leipzig liest extra. Mein Name ist Eckhard Vogler, ich bin von MDR Klassik und ich begrüße Sie ganz herzlich hier im sehr kleinen und feinen Kreis im Gohlisser Schlösschen, aber vor allem natürlich auch überall dort, wo Sie uns jetzt im Livestream verfolgen können. Das Lesefestival Leipzig liest und die vielen Publikumsaktionen machen die Leipziger Buchmesse zu dem, was sie ist. Ein emotionales Event, was über die Grenzen Mitteldeutschlands strahlt. Und schon zum zweiten Mal müssen wir darauf verzichten. Wir von MDR Klassik sind seit über 10 Jahren Partner im Musikbereich der Leipziger Buchmesse. In der Halle 4 haben wir normalerweise unseren Stand, wo vor allem Kinder, Jugendliche und Familien spannende Dinge entdecken können, in der Klangbox, in Karaoke-Manier, mit dem MDR-Sinfonieorchester musizieren, mit dem MDR-Kinderchor oder dem MDR-Rundfunkchor zusammen singen, auf dem Tablet ein virtuelles Orchester kennenlernen, sich selbst ein Instrument bauen oder beim Instrumentenkarussell echte Orchesterinstrumente ausprobieren. Und seit einigen Jahren zelebrieren wir am letzten Tag der Messe am Sonntag den Buchmessechor, ein Ensemble, was sich aus Messebesuchern und bestenfalls dem MDR-Rundfunkchor zusammensetzt. Gemeinsam haben sie eine einzige Probe auf der Messe und dann ihren großen Auftritt in der quirligen Glashalle. 200 Sängerinnen und Sänger, immer wieder ein besonderer Moment. Sie merken, bei MDR Klassik dreht sich alles um Musik. Kein Wunder also, dass wir heute für Sie drei Musikerinnen und Musiker eingeladen haben, um auch den Musikbereich der Leipziger Buchmesse durch MDR Klassik eine Stimme zu geben. Hinter mir haben drei Leipziger Platz genommen oder stehen hinter mir. Karen Brubaker, gebürtige Amerikanerin, Flötistin und Beatboxerin. Oder man kann es kaum glauben, auch beides zusammen. Sie ist eine Grenzgängerin, liebt Genre miteinander zu verbinden. Sie liebt es, neue künstlerische Wege zu gehen und dabei immer wieder Menschen zueinander zu bringen. Ihr Weg führte sie von Amerika über China, die Schweiz und Ungarn nach Leipzig, in die Stadt, in der sie heute lebt. Herzlich willkommen, Karen Brubaker. An der Gitarre steht ein junger Mann, der als Junge zwar sein Instrument in die Hand bekommen, aber eigentlich kein großes Interesse daran hatte. Das änderte sich schlagartig, als er in seiner ersten Band spielte. Er selber sagt, dass er von da an positiv besessen war, mit seiner Gitarre immer weiter in die Musikwelt einzutauchen. Inzwischen ist aus ihm ein gefragter Gitarrist, Songwriter und Arrangeur geworden und sein Anspruch ist es, in seine musikalischen Projekte immer die einzubeziehen, für die er es macht, sein Publikum. Herzlich willkommen, Richard Holzmann. Und last but not least vervollständigt Conny Sommer das heutige Trio. Ursprünglich aus Hamburg und in Studienzeiten weit gereist über Kuba, Puerto Rico, Kolumbien, Andalusien und Guinea, ist er ein Multitalent geworden. Perkussionist in verschiedensten Facetten, Flamenco-Künstler, Lehrer, Dozent, Musikpädagoge und auch Autor. Aber bei all seinen Beschäftigungen bleiben die Live-Auftritte sein liebstes Beschäftigungsfeld. Ob mit Rolando Villasson, der MDR Big Band, dem MDR Sinfonieorchester oder heute im Gohlisser Schlösschen mit Karen und Richard. Herzlich willkommen, Conny Sommer. Applaus
Das Partnerland der Buchmesse sollte 2021 Portugal sein. Das wird 2022 nachgeholt. Trotzdem präsentiert sich aber Portugal natürlich auch bei Leipzig liest extra in diesem Jahr. Und wenn wir über das Partnerland der Buchmesse 2021-22 sprechen, dann geht der Fokus weit über die Ländergrenzen Portugals hinaus. Unter dem Motto Unerwartete Begegnung geht es um literarische Kunst in portugiesischer Sprache und das betrifft bei weitem nicht nur Portugal. Grund genug, auch für uns musikalisch den Bogen weit in die vielfältige portugiesische Musikgeschichte hineinzuschlagen. Wie Blitzlichter tauchen da keltische Klänge auf, überrascht uns eigenwillige Folklore aus der Zeit der Nelkenrevolution und neben uns leichtfüßige brasilianische Klänge mit auf eine musikalisch kontrastreiche Reise. Alle drei des Trios haben in diesem Programm ihre ganz besondere Passion gefunden. Ich wünsche uns allen viel Freude mit Modus Porto. Ja, vielen Dank. Wir sind Modus Porto und freuen uns heute Abend Musik für euch und für uns zu machen. Das Stück, was ihr gerade gehört habt, heißt Pede Moleque von dem zeitgenössischen brasilianischen Komponisten Celso Machado. Und heute Abend werden wir 6 Stücke von Machado über das Programm verteilt interpretieren. 4 von diesen 6 Stücken
haben etwas Besonderes gemeinsam und wir haben ein kleines Quiz für euch gemacht. Und am Ende des Konzertes, nachdem ihr die Stücke gehört habt, dürft ihr raten. Was haben diese Stücke also gemeinsam? A. Ferien am Meer. B. Süßigkeiten. C. Fußball. Oder D. Tanzen. Also folgt eurer Inspiration. Das nächste Stück, auch von Machado, heißt Quebra Queijo. Viel Vergnügen. Thank you.
Ja, vielen lieben Dank. Schönen guten Abend nochmal von meiner Seite. Das Stück, das ihr eben hören konntet, heißt Beam Bem und stammt von einem der bekanntesten Musiker aus Portugal namens José Afonso. Und der war eigentlich in den 50er Jahren noch, da war er so um die 30, bekannt als Fado-Sänger in Portugal. Ist dann nach Mosambik gereist und das befand sich damals im Widerstandskampf gegen das portugiesische Kolonialregime. Das hat ihn alles so sehr beeindruckt, dass als er wieder zurückkehrte nach Portugal, sich dem politischen Lied verschrieben hat. Und man muss wissen, dass Portugal damals diktatorisch regiert wurde. Das heißt also, es dauerte nicht lang, bis seine Lieder auf dem Index gelandet sind. Dafür aber erhielten sie an großer Bedeutung für die damals schon sehr starke existierende Widerstandsbewegung innerhalb Portugals. Und das Ganze gipfelte dann grob 20 Jahre später in folgendem Ereignis. Und zwar, es war am 25. April, glaube ich, 1974, dass um kurz nach Mitternacht ein ganz bestimmtes Lied von José Afonso im Radio gespielt wurde. Und die Widerstandsbewegung war eingeweiht. Die wussten, wenn das Lied gespielt wird, dann setzen sie sich in Bewegung und lösen eine Revolution aus, ganz einfach gesagt. Und das Ganze hatte Erfolg. Zwei Jahre später wurde Portugal ein demokratisch regiertes Land, leider nicht ganz ohne Verluste. Trotzdem kann man sagen, dass es eine friedliche Revolution war. Und diese zwei Jahre sind auch bekannt als die sogenannte Nelkenrevolution. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Nelken deshalb, weil sich Teile der aufständischen Soldaten rote Nelken vorne in ihre Gewehrläufe gesteckt haben als Zeichen des Friedens oder friedlicher Absichten. Und José Afonso, Komponist des Stückes, das wir eben gespielt haben und gleich auch noch eins spielen werden, ist wichtiger Symbolträger dieser Zeit und auch heute noch eine ganz bekannte Figur in Portugal. Viel Freude mit dem nächsten Stück namens Balada do Outono, was so viel heißt wie die Herbstballade.
Thank you.
So. Ja. Von Machado. Über die Lieder der Nelkenrevolution kommen wir jetzt zur mittelalterlichen Musik. Das letzte Stück hieß Sempre Virgen Gloriosa. Davor haben wir übrigens noch Sambossa gespielt, auch von Machado. Und zurück zu dem letzten Stück, Sempre Virgen Gloriosa. Das ist ein Stück, das kommt aus einem Kodex, also aus einer Liedersammlung mittelalterlicher Lieder, nämlich aus den Cantigas de Santa Maria. Die wurden gesammelt von König Alfons X., der regierte auf der Iberischen Halbinsel, beziehungsweise besser gesagt in Nordspanien, so zur Zeit Mitte des 13. Jahrhunderts. Und der hat aus verschiedenen Gründen Lieder sammeln lassen, in diesem Fall die Cantigas de Santa Maria, also die Lieder für die heilige Maria. Und ohne zu wissen, was er damals tat, hat er den für damalige Zeit unglaublichen Schatz von 420 Liedern von der ganzen Iberischen Halbinsel zusammengeklaubt, die zum Thema der heiligen Maria passen. Und hat der Nachwelt damit ein unglaubliches Stück, ein ganz tolles Dokument seiner Zeit über die Musik der Iberischen Halbinsel, wie gesagt, zur Mitte des 13. Jahrhunderts übermittelt. Dieser Kodex wird heute immer noch reichlich ausgeschlachtet von verschiedenen Leuten, unter anderem auch von uns. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit ein Buch über mittelalterliche Lieder geschrieben und habe unter anderem da auch dieses Stück gefunden und fand das halt auch so toll, dass ich dachte, das müssen wir jetzt mal in dieser Form veröffentlichen. Und es geht auch noch ein bisschen weiter mit mittelalterlicher Musik. Es kommt noch ein zweites Stück dazu, nachher kommt noch ein drittes. Und das nächste Stück, was wir spielen, ist auch wieder eins von Santa Maria, von der heiligen Maria, und zwar Tanto vai Santa Maria. Das werde ich allerdings alleine spielen, als Solo, auf einem Instrument, was heute bisher noch nicht erklungen ist und so ganz und gar nicht mittelalterlich ist, aber trotzdem ganz toll, nämlich auf einer 17-tönigen Kalimba.
Danke, Conny. Richtig toll. Die nächsten drei Stücke kommen von Celso Machado. Also immer wieder dran denken, ist das Ferien am Meer, Süßigkeiten, Fußball oder Tanzen. Hm? Thank you.
Das Stück gerade war Algo Dao Dolce. Unser letztes Stück heute Abend von Celso Machado. Und nun die Frage, was denkt ihr? Was haben diese Stücke gemeinsam? Also, ich wiederhole die Möglichkeiten und danach gehe ich nochmal durch und hier im Live-Publikum dürft ihr dann mit Händen raten. Okay? Also, die Möglichkeiten sind, haben sie gemeinsam Ferien am Meer, Süßigkeiten, Fußball oder Tanzen? Okay? Also, wenn ihr für A seid, Ferien am Meer, Hände hoch. Da sehe ich 1, 2, 3, ungefähr 8. Okay? B, Süßigkeiten. 1, 2. Okay. C, Fußball. Keiner. Okay. Und D, Tanzen. Wow, die ganze Hälfte auf der anderen Seite. Da haben wir vielleicht 11. Ja. So. Ich muss dann sagen, ihr zwei habt recht. Es ist am wenigsten geahnt Süßigkeiten. Also Celso Machado hat 4 von diesen 6 Stücke, was wir gespielt haben, haben mit Süßigkeiten zu tun. Und zwar mehrere würde aus, also die Süßigkeiten sind aus Erdnüsse. Und ich muss sagen, wenn ich das gelernt habe, war ich richtig, richtig happy, weil ich habe so eine Erdnusssucht. Also da hat sofort eine gute Verbindung für mich. Also Süßigkeiten. Ich gehe mal wieder an Conny. Ja, und ich habe jetzt... Ja, also herzlichen Glückwunsch den beiden Richtigratern. Wir haben dieses Quiz aber leider ohne Hauptgewinn gemacht. Ich glaube allerdings, wenn ich das so richtig sehe, der Hauptgewinn besteht schon alleine darin, dass wir hier wieder mit knapp 30 Leuten in einem Raum sitzen dürfen und langsam aber sicher begründete Hoffnung haben dürfen, dass die Corona-Zeit langsam aber sicher dem Ende entgegengeht. So, wir kommen also wie gesagt jetzt zum letzten Stück. Und auch dieses letzte Stück kommt jetzt wieder aus dem Mittelalter und hat damals ganz bestimmt ziemlich anders geklungen als heute. Aus ganz verschiedenen Gründen nehme ich an. Nämlich zum einen erstmal, weil das Intro wieder mit einer Kalimba gespielt wird und dann spielen wir hier Querflöte, Gitarre, Cajon. Das sind alles Instrumente, die gab es im Mittelalter noch gar nicht. Das ist das eine. Und das andere ist, die Harmonik in drei Klängen, die wir benutzen, um dieses Stück zu begleiten, die gab es auch noch nicht. Im Mittelalter gab es noch keine Harmonik, die so ist wie die moderne Harmonik, die Stufenharmonik, sondern es gab eigentlich wirklich nur Gesinge in parallelen Oktaven oder Quarten oder Quinten. Es klang alles ziemlich anders, also für unsere heutigen Ohren auch ziemlich fremdartig. Gut, aber trotzdem, eines ist ganz sicher gleich geblieben zwischen damals und heute und das ist der Rhythmus von dem Ganzen. Und das ist auch wieder eine sehr interessante Sache. Auf der Iberischen Halbinsel gibt es so eine Besonderheit, die in der sonstigen europäischen Musik relativ unbekannt ist, und zwar den 12-Achtel-Rhythmus. Und zwar den ungerade geteilten in 2 lange und 3 kurze Einheiten. Wie das geht, das werdet ihr gleich im Stück hören. Ich will jetzt hier keinen musikwissenschaftlichen Vortrag halten. Aber möchte an dieser Stelle nur sagen, dieser Rhythmus ist weltbekannt geworden durch die andalusischen Flamenco-Bulerias. Das ist eine Flamenco-Form, die bis heute eigentlich sehr bekannt ist und vor allem in die Welt getragen worden ist von dem leider schon seit 5 oder 6 Jahren toten Paco de Lucía, der das Ganze auch dann noch jazzig verbaut hat. Wir haben jetzt unsere eigene Version davon gemacht und verabschieden uns nicht ohne uns für alle, auch für die Leute im Stream, bei den Leuten im Stream für das Zuhören zu bedanken mit Como Poden Per Sas Culpas. Yeah.
Ja, herzlichen Dank an Karen Brubaker, Richard Holzmann und Conny Sommer. Herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen zur Buchmesse 2022. So, ihr Lieben, jetzt haben wir unseren Stream zugemacht und wenn ihr noch eine Zugabe hören wollt von den dreien, dann klatscht.